Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es um das Thema komplexe Zahlen. Wir haben hier einmal eine komplexe Zahl, z gleich 3 plus 4i. Dabei steht z für eine komplexe Zahl, a für den Realteil, b für den Imaginärteil und i für die imaginäre Einheit. Die komplexen Zahlen werden beispielsweise in der Elektrotechnik verwendet zur Berechnung der Impedanz. In der Elektrotechnik wird häufig nicht i verwendet als imaginäre Einheit, sondern ein j, da i bereits für die Stromstärke belegt ist. Komplexe Zahlen werden hier oben als Symbol, das sieht dann so aus, dargestellt, x-Element komplexe Zahlen. Und wir schauen uns jetzt an, was dich in diesem Video erwartet. Wir schauen uns einmal gemeinsam die Definition an. Und die Notwendigkeit, also warum brauchen wir komplexe Zahlen, das an einem einfachen Beispiel. Dann schauen wir uns die Darstellung und Visualisierung an, denn man kann komplexe Zahlen auch grafisch darstellen. Darstellung. Und Visualisierung. Als nächstes Thema dann die Rechenoperationen, also wie rechnet man mit komplexen Zahlen? Das heißt, wir schauen uns die Addition an mit komplexen Zahlen, die Subtraktion, die Multiplikation und die Division. Dann die Umwandlung der algebraischen Form in die Polardarstellung. Wie man den Betrag und das Argument einer komplexen Zahl berechnet. Und zu guter Letzt noch die eulersche Form. Und damit sollten dann die wichtigsten Themenbereiche abgedeckt sein. Falls dir etwas fehlen sollte oder du Fragen hast, nutze bitte gerne die Kommentarfunktion. Fangen wir doch jetzt sofort mit dem ersten Thema an, und zwar der Definition. Wir haben einmal Definition folgende Definition. Eine komplexe Zahl ist eine Zahl der Form. Wir haben eingangs bereits diese Form kennengelernt, und zwar z für komplexe Zahl gleich a plus bi. Dabei ist a der Realteil und b der Imaginärteil. Was hier wichtig ist zu kennen, dass diese Form, diese Schreibart auch bezeichnet wird als algebraische Form. Und das bedeutet algebraische Form als Summe eines Realteils, also in dem Fall a. Und eines Imaginärteils b. Das müssen wir wissen, denn spätestens, wenn man die algebraische Form in die Polardarstellung umwandeln möchte, muss man wissen, wie die algebraische Form aussieht. Ich schreibe noch gerne die Definition hin für a und b, wobei a und b reelle Zahlen. Das hatten wir im Beispiel eingangs, da hatten wir 3 und 4, das sind ganz normale reelle Zahlen, wobei a und b reelle Zahlen sind,
Und, das war jetzt der Radiergummi. Und I, ganz wichtig, die imaginäre Einheit. Einheit mit der Eigenschaft. Diese brauchen wir auch gleich für das Beispiel, für die Notwendigkeit. Wobei A und B reelle Zahlen sind und I die imaginäre Einheit mit der Eigenschaft. Das mache ich auch in Rot, weil das sehr, sehr wichtig ist. I Quadrat gleich minus 1. Nochmal zur Wiederholung. In der Elektrotechnik kann es sein, dass man nicht I verwendet für die imaginäre Einheit, sondern J, denn I ist bereits für die Stromstärke belegt. Dann schauen wir uns jetzt nach dieser einfachen und ersten Definition die Notwendigkeit an. Also wieso brauchen wir überhaupt komplexe Zahlen? Warum reicht der reelle Zahlenbereich nicht aus? Wir haben also jetzt das Thema der Notwendigkeit. Und das schauen wir am besten uns gemeinsam an einem einfachen Beispiel, und zwar x² plus 1 ist gleich 0. Das ist eine quadratische Gleichung, quadratische Funktion, erkennen wir an dem hoch 2 und möchten jetzt die x-Werte bestimmen. Dazu rechnen wir als erstes minus 1 und erhalten dann x² ist gleich minus 1. Dann müssten wir die Wurzel ziehen und erhalten dann x gleich, Achtung, plus minus zwei Lösungen, da wir Quadrat haben, quadratische Gleichung, Parabelfunktion, plus minus ist Wurzel minus 1, denn wir müssen ja die Wurzel auf beiden Seiten ziehen und spätestens hier haben wir ein Problem, denn wir können im reellen Zahlenbereich nicht die Wurzel einer negativen Zahl ziehen. Gib das gerne mal im Taschenrechner ein, Wurzel von minus 1, dann müsste Fehler oder Error erscheinen. Und das ist ein Problem, dass die imaginären Zahlen, die komplexen Zahlen lösen. Denn i², wir erinnern uns, das war ja die Eigenschaft, ist gleich minus 1. Daraus resultiert, dass i gleich Wurzel minus 1 ist. Und das können wir jetzt hier verwenden und schreiben dann um, x ist gleich plus minus i. Und da schaffen die komplexen Zahlen Abhilfe und haben somit eine Notwendigkeit. Das war dann einmal das Thema Notwendigkeit. Kommen wir jetzt noch zum Thema Darstellung und Visualisierung, denn man kann komplexe Zahlen auch in einem Koordinatensystem darstellen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Darstellung und Visualisierung. Was man dazu wissen muss, beziehungsweise erstmal braucht, ist natürlich ein Beispiel. Wir nehmen einfach mal hier die Zahl vom Anfang. Die komplexe Zahl war 3 plus 4i. Was man wissen muss, ist, dass eine komplexe Zahl, wenn wir das Ganze in einem kartesischen Koordinatensystem darstellen wollen, einmal hier für den Realteil die x-Achse verwenden und für den Imaginärteil die y-Achse. Und das wird uns gleich helfen beim Einzeichnen. Wir können generell komplexe Zahlen als Vektor oder als Punkt darstellen. Das kann ich vielleicht hier noch einmal hinschreiben, also Vektor oder Punkt. Und das tun wir jetzt anhand eines Beispiels hier z gleich 3 plus 4i einmal einzeichnen. Was wir dafür brauchen, ist natürlich erstmal ein Koordinatensystem. Das zeichne ich hier mal auf. So, das ist die y-Achse, die x-Achse. Hier noch der wichtige Hinweis, bitte immer die Koordinatensysteme beschriften. Es gibt keinen Punktabzug geben. Also wir haben hier einmal die y-Achse, ist der Imaginärteil. Imaginärteil. Und hier haben wir den Realteil. Habe ich nochmal abgekürzt. Realteil. Also es reicht aus, hier RE und oben IM einmal hinzuschreiben. Ich mache es jetzt einfach nochmal, damit man das sehen kann. Imaginärteil y-Achse, Realteil x-Achse. Dann noch hier zur Vereinfachung beschriften,
gucke jetzt, dass ich das hier einigermaßen sauber hinbekomme. 1, 2, 3, 5, dann auch hier die Y-Achse. 1, 2, 3, 4. Und das reicht eigentlich schon. Wir können jetzt nämlich die Zahl, die komplexe Zahl z gleich 3 plus 4i, also 3 ist der Realteil, die 4 ist der Imaginärteil, bereits einzeichnen, denn x ist gleich 3. Wir sehen das ja hier, das kann ich hier auch nochmal hinschreiben, x ist gleich 3 und y ist gleich 4. Das kann man nämlich hier aus der komplexen Zahl ganz einfach ablesen. Hier ist die 3 und hier die 4. Das heißt, wir können jetzt genau an der Stelle x gleich 3 und y gleich 4 den Punkt markieren. Ich mache das hier mit einem x und wie ja bereits eingangs erwähnt, man kann komplexe Zahlen als Vektor, das heißt der Vektor zeigt dann auf diese komplexe Zahl, darstellen. Das heißt, wir zeichnen hier jetzt einfach einen Vektor ein. So. Und das soll ein Pfeil sein. Und dann haben wir hier somit die komplexe Zahl z gleich 3 plus 4i dargestellt als Vektor. Hier gibt es verschiedene Schreibweisen. Ich kenne beispielsweise die Schreibweise mit dem Strich unter dem Buchstaben. Dann haben wir somit einen Vektor oder darüber mit so einem Pfeil. Aber das wäre einmal die Darstellung und Visualisierung einer komplexen Zahl in einem Koordinatensystem. Schauen wir uns jetzt als nächstes Thema ein sehr wichtiges Thema an, und zwar die Rechenoperationen mit komplexen Zahlen. Ja? Wir haben jetzt hier die Rechenoperationen. Zusammengefasst Addition, Subtraktion, kein Minus, Multiplikation und Division. Und beginnen wir als erstes mit der Addition. Also wir möchten jetzt gerne komplexe Zahlen addieren. Dafür brauchen wir zwei komplexe Zahlen. Ich nehme einmal das Beispiel z1 gleich 3 plus 2i und z2 gleich 1 plus 4i. Die Regel ist an sich sehr einfach. Und zwar müssen wir immer den Realteil miteinander addieren und den Imaginärteil miteinander addieren. Das heißt, wir erhalten dann das Ergebnis z3 gleich 3 plus 1 ist 4, ich kann das auch gerne in den Farben machen, 4 plus dann 2 plus 4 gibt 6 und wir dürfen natürlich dann die imaginäre Einheit i nicht vergessen. Das war einmal die Addition. Dann schauen wir uns die Subtraktion an. Ich gucke mal, ob ich das hier noch hinbekomme. Ja, machen wir es hier hin. Subtraktion. Also Minus, da auch wieder zwei Beispiele, z1 ist gleich 5 plus 3i und z2 ist gleich 2 plus 7i. Und hier auch analog, den Realteil voneinander subtrahieren und den Imaginärteil voneinander subtrahieren. Das heißt, wir haben dann das Ergebnis z3, das ist dann die komplexe Zahl als Ergebnis, 5 minus 2 gibt 3, 3 minus 7, Achtung, gibt minus 4 und die imaginäre Zahl nicht vergessen. Ich kann hier sonst nochmal, das ist einmal der Realteil subtrahiert und der Imaginärteil subtrahiert nochmal farblich unterstreichen. Das waren einmal die Rechenoperationen Addition und Subtraktion. Schauen wir uns jetzt die Multiplikation an. Dazu gehe ich auf die nächste Seite. Wir haben dann als nächstes die Multiplikation. Die Malrechnung, da an dem Beispiel z1 gleich 3 plus 2i und z2 ist die zweite komplexe Zahl 1 plus 4i. Was müssen wir hier machen? Wenn wir zwei komplexe Zahlen miteinander multiplizieren möchten, dann schreiben wir diese einmal in Klammern. Also 3 plus 2i multipliziert mit 1 plus 4i. Das heißt, wir haben hier einmal
Das ist die erste komplexe Zahl hier in Klammern mal der zweiten komplexen Zahl hier in Klammern. Was wir jetzt machen müssen, ist klassisches Ausmultiplizieren. Das heißt, wir rechnen jetzt das Ganze aus. Also 3 mal 1, 3 mal 4i. Das schreibe ich nochmal ausführlich einmal auf. 3 mal 1 plus 3 mal 4i. Dann als nächstes 2i mal 1 und 2i mal 4i. Achtung, hier gibt es gleich eine Besonderheit. Also 2i mal 1 plus 2i mal 1 plus 2i mal 4i. Ja, ich kann das Ganze hier auch gerne farblich kennzeichnen. 3 mal 1, 3 mal 4i und hier 2i mal 1 und 2i mal 4i. Bitte achtet hier auf diese Rechnung, denn i mal i ist i Quadrat und i Quadrat ist gleich minus 1. Das ist eine häufige Fehlerquelle. Das wird häufig falsch gemacht. Vereinfachen wir jetzt das Ganze. 3 mal 1 ist 3 plus 3 mal 4i sind 12i. Also ich gehe jetzt einfach hier Schritt für Schritt alles durch und tue das Ganze vereinfachen. 2i mal 1 plus 2i und plus 2 mal 4, 8i mal i sind i Quadrat. Ich tue das Ganze hier nochmal kennzeichnen, weil das gibt häufig oder wird häufig falsch gemacht. Wir müssen jetzt nämlich das Ganze nochmal umformulieren. Und zwar lassen wir die 3 stehen. Wir können jetzt die 12i und die 2i zusammenrechnen. Das gibt ja dann plus 14i. Aber jetzt haben wir plus 8 mal minus 1. Wir haben die i Quadrat umgeschrieben zu minus 1 und können jetzt das Ganze zusammenrechnen. Wir haben 3 plus 14i minus 8 und jetzt zusammengerechnet 3 minus 8 sind minus 5 plus 14i. Und das ist dann das Ergebnis Z3. Minus 5 ist der Realteil. Und die 14 ist der Imaginärteil. Das war die Multiplikation. Dann noch die letzte Rechenoperation, die Division. Das schauen wir uns auf der nächsten Seite an. Also hier die Division. Am Beispiel Z1 gleich 3 plus 2i und Z2 gleich 1 plus 4i. Wie rechnet man jetzt eine Division bei komplexen Zahlen? Wir schreiben einmal 3 plus 2i geteilt durch 1 plus 4i als Bruch. Das kann man ja machen. Also 3 plus 2i geteilt durch 1 plus 4i. Und erweitern das Ganze. Und zwar wie folgt. 3 plus 2i geteilt durch 1 plus 4i und wir erweitern das Ganze mit dem Nenner, aber Achtung, statt dem Plus ein Minus, wir nehmen hier, das nennt sich Konjugation, bedeutet multiplizieren mit 1 minus 4i, also den Nenner geteilt durch 1 minus 4i. Dabei wird das Vorzeichen bzw. die Rechenoperation Plus umgewandelt in Minus. Und jetzt können wir das Ganze ausrechnen. Das heißt, wir rechnen jetzt dann wie gewohnt, wir multiplizieren einmal den Zähler und Nenner aus. Also hier 3 mal 1, 3 mal minus 4, 2i mal 1, 2i mal minus 4i. Und wir erhalten dann 3 minus 12i plus 2i minus 8i Quadrat. Achtung, wir haben hier ein i Quadrat, das wird wieder zu einer minus 1. Und 1 plus 4i mal 1 minus 4i gibt 1 plus 16 oder auch einfach 17. Das Ganze dann vereinfacht, gibt dann 3 minus 10i plus 8 geteilt durch 17 und auch hier wieder weiter vereinfachen. 3 plus 8 gibt 11
minus 10i geteilt durch 17. Jetzt haben wir hier einen Bruch, den können wir einfach aufteilen in den Realteil. 11 Siebzehntel minus 10i Siebzehntel. Das heißt, wir haben hier einmal den Realteil auf der linken Seite und hier den Imaginärteil. Das war einmal die Erklärung der Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema der Polardarstellung. Wir hatten jetzt die komplexe Zahl in der algebraischen Form und wollen uns jetzt mal ansehen, was es mit der Polarform, Polardarstellung auf sich hat. Das heißt, wir haben jetzt die Polardarstellung komplexer Zahlen. Das heißt, einmal hier noch ein paar hilfreiche Informationen nützlich bei Multiplikation. Division und Potenzierung. Wir haben in der algebraischen Form eben gesehen, dass das sehr komplex werden kann. Was man bei der Polardarstellung braucht, ist einmal der Betrag. Das ist auch die Länge. Und das Argument. Das ist ein Winkel, Winkel Phi, wird das häufig genannt bei komplexen Zahlen, der komplexen Zahl. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch im restlichen Teil des Videos an, wie man die Polardarstellung, wie die ausschaut und wie man Betrag und Argument einer komplexen Zahl berechnet. Wir haben einmal, ich schreibe noch einmal gerne die algebraische Form auf, das war ja z gleich a plus bi, das war der Realteil und das ist der Imaginärteil. Und das ist mit kartesischen Koordinaten. A und B kann man auch nochmal so definieren. Jetzt schauen wir uns auf der nächsten Seite, da ich hier keinen Platz mehr habe, die Polardarstellung an. Die Polardarstellung sieht wie folgt aus. Und zwar haben wir R mal in Klammern Cosinus, den Winkel Phi plus I mal Sinus, den Winkel Phi. Oder wir können das Ganze auch schreiben als R mal E hoch I und dann wieder den Winkel Phi. Dabei ist R der Betrag, also die Länge der komplexen Zahl. Und wird berechnet, indem man Wurzel a² plus b² rechnet. Und der Winkel Phi ist das Argument der komplexen Zahl. Winkel, ich kann das Ganze nochmal einfacher definieren, Winkel, den die Linie. Das schauen wir uns auch gleich alles in einem Koordinatensystem an, dann wird es nochmal einfacher. Aber ich wollte euch einmal nochmal hier die Definition notieren. Winkel, den die Linie
die den Ursprung ist bei x gleich 0 und y gleich 0, mit dem Punkt A, B verbindet mit der positiven reellen Achse. So, das sind einmal zwei Definitionen für den Betrag und das Argument. Klingt etwas kompliziert, schauen wir uns das Ganze einmal grafisch an. Dazu gehen wir auf die nächste Seite. Wir sind immer noch beim Thema Polardarstellung. Dazu brauchen wir wieder ein Koordinatensystem. Die Achsen wieder beschriften. Wir haben hier den Imaginärteil und hier RE den Realteil. Dann haben wir hier einmal die komplexe Zahl Z gleich A plus BI. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wo der Winkel einmal ist und was der Betrag ist. Also wir haben hier einmal die Linie. Na, ich mache das mal hier so. Diese Linie stellt einmal den Betrag dar. Also wir brauchen die Länge dieser Linie. Wir haben hier dann das Argument, den Winkel Phi. Und wir haben jetzt hier noch, ich mache das Ganze in Blau, einmal den Imaginärteil B. Und hier den Realteil A. Und hier ist dann bei 1 i. Und somit haben wir einmal die komplexe Zahl, das Argument und den Betrag zeichnerisch, was wir vorher schriftlich definiert haben, nochmal veranschaulicht. Das heißt, wir finden hier einmal, das ist einmal der Winkel, hier befindet sich die komplexe Zahl und das hier ist dann der Betrag. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man den Winkel Phi berechnen kann. Man kann den Winkel wie folgt, es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man ihn berechnen kann. Und zwar für die Winkelberechnung können wir einmal den Tangens heranziehen, Tangens hoch minus 1. Dafür kann man den Taschenrechner verwenden, b durch a. Oder Sinus hoch minus 1, b durch r. Oder Cosinus von minus 1 gleich a durch r. Und so können wir dann den Winkel Phi berechnen. Der Winkel wird entweder als Grad oder als Bogenmaß angegeben. Das war dann das Thema Polardarstellung. Schauen wir uns jetzt als letztes noch die Eulersche Formel an und ein Beispiel zum Schluss. Wir haben hier einmal die Eulersche Form. Diese schaut wie folgt aus. Wir haben hier e hoch, die haben wir vorhin einmal gesehen, ist das gleiche wie Cosinus Phi plus i Sinus Phi. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Wir wollen jetzt den Betrag und das Argument berechnen. Also hier Beispiel z gleich 1 plus i, das ist ja die algebraische Form. Wir berechnen dann als erstes den Betrag. Dazu haben wir r gleich. Wenn hier bei dem i für den Imaginärteil nichts dasteht, ist das das gleiche wie eine 1. Also wir haben r gleich Wurzel 1 zum Quadrat für a, also a ist gleich 1
plus b ist auch gleich 1 zum Quadrat. Und das ist gleich Wurzel 2. Und dann das Argument, also der Winkel phi, ist, ich nehme jetzt hier Tangens, ist gleich der Tangens hoch minus 1, b durch a, also 1 durch 1. Und wir erhalten dann, wenn wir das Ganze in Taschenrechner eingeben, bitte achtet auf das minus 1, 45 Grad. Das einfach bitte im Taschenrechner eingeben. Oder 45 Grad ist das gleiche wie Pi Viertel. Jetzt können wir in die Polardarstellung übergehen. Haben 1 plus i ist das gleiche wie Wurzel 2. Das war ja r mal Cosinus, jetzt tragen wir hier den Winkel Pi Viertel ein, plus i Sinus Pi Viertel. Oder Wurzel 2 mal e hoch Pi Viertel. Ich hoffe, dass dieses ausführliche Video zum Thema komplexe Zahlen dir euch weiterhilft. Falls du Fragen oder Themenwünsche hast, nutze bitte die Kommentarfunktion. Falls du keines meiner weiteren Videos verpassen möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.